Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Arena Renovator hier bei Heisenberg Zockt. So, da muss er rein, der Ball. Den Ball hatten wir mal, den haben wir aber weggeschmissen. Wir müssen mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich würde sagen, wir sammeln mal. Das ist ja dann doch ein relativ großer Bestandteil des Spiels. Immer mal wieder ein bisschen was aufsammeln, was bemalen und machen und tun. Ich frage mich, ob es irgendwann vielleicht, weiß auch nicht, so als Höhepunkt oder so, dann vielleicht ein Fußballstadion gibt, das man renovieren kann. Das wäre natürlich so schlecht nicht. Haben wir sonst noch immer Krempel? Wir haben überall noch Krempel. Der Krempel muss weg. Zack, und dann ist wahrscheinlich dann... Ach, da ist ja der Ball wieder, guck mal. Aber eben, der kommt weg, der Ball, und jetzt ist Kollege Mühlsack voll. Ich orientiere mich, da hinten in der Mitte war es. Ja, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, findet man hier die Sachen auch wieder. Sehr schön. Ja, drücke. Ach, das ist... Guck mal, das ist doch das Netz. Aha! Ja, per Zufall gefunden. Befestige das Netz am Korb. Dann haben wir die Quest gemacht, bevor wir irgendwas aufgeräumt haben. Ist ja auch nicht schlecht. Kann ich das hier machen? Nee, da brauchen wir, glaube ich, ein Gestell. Und da gab es noch einen guten Kommentar, nämlich höhere Gestelle kann man kaufen. Also die findet man tatsächlich im Kaufmenü. Weil ich glaube, das geht so nicht. Auch nicht mit Hüpfen. Nee, da brauchen wir ein Gestell, so wie es aussieht. Vielleicht haben sie hier noch eins versteckt. Ich glaube zwar nicht. Ja gut, dann machen wir hier weiter. Und räumen weiter auf. Und dann kümmern wir uns um das andere. Ja, sobald es dann Sinn macht. Weil jetzt hier, bevor wir hier nicht mal ein bisschen was gemacht haben, brauchen wir auch kein Netz. Weil da kommt sowieso keiner zum Spielen. Was will der hier auf diesem Schutt-Dingens? Mühlsack ist voll. Ich glaube, wir müssen dann den Mühlsack gerne mal nochmal ein bisschen pimpen, dass der ein bisschen mehr Fassungsvermögen hat. Würde mich persönlich nicht stören. Ich leere das Teil mal. Dankeschön, den haben sie nicht mitgenommen. Macht nichts, können sie beim nächsten Mal. So, hier haben wir noch Zeugs. Weg mit dir, weg mit dir. Weiß nicht, habt ihr mal Basketball gespielt früher? Das ist ja eigentlich... Aha, reparieren. Aha. Okay, dann haben wir das auch beendet. Befestige den Korb an der Basketballrückwand. Ich mache hier was ganz anderes und finde lauter Sachen für die Quest. Ich wollte gerade fragen, eben habt ihr mal Basketball gespielt in der Schule? Ah, ab und zu mal wieder. Aber bei uns war tatsächlich Fußball König. Und da war ich sehr dankbar, weil das halt schon auch das ist, was mich halt mehr interessiert. Muss ich dann schon gestehen. So, wir düsen nochmal zurück. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht das Netz oder dieses Ding da doch raufkriegen. Wenn ich hier die Hand nehme. Aber das ist halt zu weit oben, oder nicht? Irgendwie hat es gerade ein bisschen so ausgesehen, als würde es reagieren. Nee, reagiert nicht. Aber das müsste schon hier sein. Mit Hüpfen geht auch nicht. Naja gut, dann nicht. Ich schnappe mal Kollege Hammer. Weil wir haben hier noch ein paar Sachen. Echt jetzt? Ich schnappe mal Kollege Hand. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir klöppeln können. Ja, hier diese ganzen Sachen. Ah, die kann ich wenigstens in einem Stück mitnehmen. Hier geht's nicht lang. Hier drin haben wir noch Zeugs. Im Büro. Da liegt noch Krempel rum. Und danach können wir dann, glaube ich, wirklich langsam zum Hammer übergehen. Dass wir den mal nehmen. Ach, jetzt muss ich die wieder einzeln. Aha, Tablet öffnen. Müllsack. Wo haben wir den? Perks, Müll. Ah, kann ich ja nicht freischalten. 50 Punkte, wo sehe ich meine Punkte? Erfahrung, Fähigkeitspunkte, 20. Sehe ich das richtig? Glaube schon. Ja, deswegen können wir das hier mit 5 machen. Möchte ich aber nicht, dann würde ich das tatsächlich sammeln. Ich möchte wirklich, wenn es irgendwie geht, den Müll. Dann nochmal. Ja, ein bisschen draufkriegen, dass wir mehr mitnehmen können. Und wieder voll. Eieiei, okay, das ist schon wichtig, dass man hier auch ein bisschen skillen kann, weil mit der Zeit wird es natürlich dann, ja, sagen wir mal leicht, leicht repetitiv. Falsches Werkzeug. Ja, wenn man hier die ganze Zeit nur aufräumt, macht und tut, also dann ist es auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen schneller geht, weil man eben tatsächlich das Ganze ein bisschen geskillt hat. Auch die Papiere noch einzeln aufheben, okay. Gehen wir nochmal hier rein. Dann haben wir die hier nochmal. Boah, jetzt muss man hier noch zielen. Sag mal, das hat dann fast schon was von einem Ego-Shooter, einfach ohne Schießen. Ja, die gehen wieder alle, da bin ich froh. Ein Telefon haben sie hier noch und Kugelschreiber, alles Mögliche. Ja, ist halt ein Büro. Gut, das müsste jetzt aber auch soweit passen. Haben wir hier noch was? Oh ja, hier haben wir auch noch ordentlich Zeug. Mhm.
als ob ich es geahnt hätte. So, ich denke, es ist schon nicht falsch, wenn wir jetzt zuerst mal einfach alles machen, was wir aufräumen müssen und danach mit dem Hammer kommen und nicht alles durcheinander machen. Wobei, ist eigentlich egal, ich habe den Hammer ja, wenn man es genau nimmt, doch relativ schnell in der Hand, so ist es ja auch nicht. Aber dann muss ich den Müllsack wieder hinlegen, dann finde ich ihn wieder nicht. Falsches Werkzeug für das Kabel, echt jetzt? Okay. Mhm, das scheint soweit zu klappen. Hier noch was, was ich mitnehmen muss, das Kabel. Doch, jetzt geht's, wollte ich gerade sagen. Also im Groben haben wir's, das ist wieder falsch, hier liegt noch was rum. Nimm mal mit. Falsches Werkzeug, aber hier Kollege Lumpen. Ja, dann haben wir... Huch, was war das jetzt? Meine Maus läuft amok. Bei dem Spiel. Ich glaube, im Groben haben wir's. Liegt hier noch was? Jawohl, hier liegt noch was. Jetzt ist der Müllsack. Er ist dermaßen schnell voll, tatsächlich mittlerweile. Wir haben hier den Container bald wieder gefüllt. Also, den Krempel hier hinten noch und dann geht's zum Hammer. Dann schauen wir mal, was wir mit dem Hammer noch alles machen können. Das ist nicht mehr so viel wie das hier. Da bin ich überzeugt. So, ich mache mal Basketball mit dem Teil hier. So, also der Hammer. Das muss ich nicht abreißen, ganz klar. Irgendwo hatten wir doch hier hinten noch Sachen, die wir abreißen sollen. Ne, das hier sicher nicht. Nicht die Trophäendingens. Das macht keinen Sinn. Hier, das ganze Klo müssen wir auseinandernehmen. Mach mal. Das macht ja fast schon wieder Spaß. Ne, das macht tatsächlich Laune. Gebe ich zu. Die Sachen zerdeppern. Klar, Abbruch ist natürlich schon etwas, was Spaß macht. Ich erinnere gerne nochmal an Tim Taylor. Der hat sie geliebt. So, mehr Power. Höhöhö. Ne, huhuhu hat er gemacht. So, haben wir das? Geht nicht. Okay, vielleicht mit der Hand. Das ist der Hochdruckreiniger. Tatsächlich, mit der Hand muss ich das jetzt. Jetzt haben wir nochmal einen. Ein erstes nochmal einen Müllsack. Okay, wir deponieren die alle an der gleichen Stelle. Wir kommen zum Thema Kelle. So, machen wir mal die Wände schön, überall wo sie kaputt sind. Das wäre dann hier einmal noch. Jawohl, hier ist defekt. Da hat schon lange keiner mehr was gemacht hier. Das merkt man schon. Hier ist okay. Ich würde sagen, wir fangen dann aber nicht irgendwie hier im Abstellraum an. Mit dem Renovieren, sondern das machen wir schon woanders. Na, die kommen weg. Wobei, da habe ich eigentlich gesagt, die könnte man auch lassen. Die sind doch nicht im Weg. Ich würde die lassen. Nochmal Hammer. Ja, dann lassen wir die, aber der Bank ist krumm, der kommt weg, oder die Bank. Ja, und hier, schaut mal, was wir hier haben. Nee, aber da werde ich jetzt tatsächlich, wenn ich schon die Sachen hier habe, nehmen wir die Tüte und gehen damit noch nach da hinten. Da haben wir noch mal was für einen Hammer. So, ich habe hier tatsächlich dieses Gebäude. Nee, nimm noch mal. Ist der voll? Der ist doch nicht voll. Nee, ist nicht voll. Geht. Falsches Werkzeug. Halleluja. So, wahrscheinlich genau beim letzten hier ist jetzt wieder Feierabend und die Mülltüte voll. Nee, hat geklappt. Kann das auch noch mit? Der Müllsack ist voll. Und täglich grüßt der Müllsack. Hier haben wir nochmal einen, der noch nicht voll ist. Nehmen wir den mit, füllen den und dann haben wir wieder zwei volle. Dann haben wir das wesentlich auch vernünftig gemacht. Taschenpfunze, genau, die schwebt. Das haben wir ja eigentlich gestern schon gesehen. Da hatte ich aber, glaube ich, auch den Müllsack voll. Das ging dann nicht. So eine neue Redewendung. Ich habe den Müllsack voll. Genau, was auch immer das heißen will. Du noch? Nein? Nein? Dann machen wir hier. Zack, einmal die Kurve nach hier hinten. Das andere Teil, den anderen Müllsack hole ich, sobald er dort wieder vorbeikommt. Ist schon wieder voll, wenn man es genau nimmt. So, einmal nach hier hinten. Haben wir. Weil solche einzelnen Türen brauchen wir nicht. Den Rest würde ich hier stehen lassen. Da finde ich tatsächlich, da ist das nicht im Weg. Da müssen wir das nicht neu kaufen. Jetzt liegen hier nochmal Scherben. Ich nehme nochmal so auf. Das waren jetzt wahrscheinlich die letzten Scherben. Das heißt, wir haben jetzt eine Mülltüte genommen. Für ein einziges Teil. Ich gehe mal kontrollieren. Hier ist halt auch nichts. Da ist noch ein bisschen was. Da tun wir nochmal weg. Ja, die Defekten, die kommen natürlich weg. Da auch defekt. Auch defekt.
Die stehen lassen? Ja, kann man. Hier die Bank. Ja, hat alles, was die Malma ist. Mach weg. Weg. Auch weg. Den noch weg. Ja, hier. Hier waren wir noch gar nicht drin. Speichern, ja, speichern mal. Da haut's dich gleich vom Sockel. Hier waren wir noch gar nicht drin. Kann ich dich... Oh, reparieren, guck mal. Quest beendet. Befestige die Rückwand an der Stange. Okay, da muss man überall die Sachen zusammensuchen, so wie es aussieht. Wir hämmern mal nochmal fröhlich hier irgendwie auf eine Gasflasche rauf. Das kann ich auch empfehlen. Das ist immer sehr cool. Ja, wobei die Wände kann man da auch stehen lassen. Wir nehmen einfach das Klo weg. Das müssen wir alles nicht mehr bauen. Wenn wir es weg haben. Jetzt habe ich aber doch irgendwie hier was zerdeppert. Nein, 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 das brauche ich sowieso nicht. Ich brauche die Hand. Wir können wieder Müllsäcke füllen. So, ich muss gestehen, am meisten Spaß... Warum schmeißt du jetzt den Müllsack wieder weg? Mach mal den hier. Am meisten Spaß macht tatsächlich Bemalen und so weiter, muss ich schon gestehen. Das Klo-Ding dort, das hätte ich ja nicht schon auch noch abreißen können. So ist es nicht. So, und kaum denkst du, du hast alles aufgeräumt, allen Ernstes findest du wieder noch ein weiteres Zimmer. Und da ist nochmal der gleiche Müll. Ist nur ein Klo, aber trotzdem, ich muss nach hier hinten. Sollen wir den schon wieder leeren? Ne, da passen noch ein, zwei passen da noch rein. So ist es nicht. Das geht schon. Also, nochmal, zack, den hier. Geht nicht. Das geht auch nicht. Kann ich hier mal aufmachen? Mach mal Hand. Moment, nee, da muss ich erst tatsächlich den Mülleimer loswerden. Aha, man kann sogar relativ weit schmeißen. Sehr gut. Bin ich froh. Jetzt, das Teil ist ein Ernstes auch noch hier. Ja, da war ich wieder den Müllsack. Und da gibt es hier wieder Scherben. Okay, wir können gleich den Müllsack wiederholen. Halleluja. Hand. Weil ich hier aufmachen würde ich gerne. Geht nicht. Das ist natürlich fies. Das heißt, das müssen wir trotzdem klöppeln, weil... Ja, geht nicht anders. Mach mal. Ich habe da einen Hammer. Benutze einen Hammer, um zu zerstören. Was habe ich denn in der Hand, Jungs? Aha, das muss man von der Seite her machen. Ja gut, die Schüssel ist eh kaputt, dann machen wir das Zeug auch noch weg. Da haben wir jetzt noch was aufzuräumen hier. Jo, haben wir. Ihr ahnt, was kommt, genau. Le Müllsack. Müsste wieder mit. Ich hoffe, der ist jetzt nicht einfach schon praktisch voll. Ich schmeiße ihn jedes Mal zuerst weg, weil ich die falsche Taste erwische. So, weg. Weg. Da brauchen wir nochmal einen Hammer. Oder wir lassen den stehen, der stört ja dort nicht. Hier ist soweit in Ordnung. Hier, genau. Die brauchen wir noch. Und dann liegen hier doch noch Scherben rum. Sonst noch irgendwo Scherben? Oder ist das in Ordnung? Wenn ich hier das B drücke, sehe ich da auch Abfall. Ach, hier oben. Tatsächlich. So, die kommen weg. Wunderbar. Ich muss sie nicht wegnehmen. Ja, doch, jetzt liegt hier wieder noch was. Natürlich, hier ist noch ein kaputter Schrank. Ja, falsches Werkzeug, ist mir klar. Kein Problem. Doch, das müsste jetzt soweit passen. Dann hätten wir das, glaube ich, endlich abgeschlossen. Mit dem Müll. Schmeiß mal weg. Dankeschön. Dann gehen wir mal schauen. Ich würde noch mal gerne den Spachtel haben und dann würde ich sagen, wir fangen dann schon bald mal in einem Zimmer an. Dass wir da renovieren tatsächlich. Die Frage ist halt, wo fangen wir an? Bisschen schwierig. Was haben wir denn als Dingens? Befestige die Rückwand an der Stange. Aha, das wäre hier oben. Machen wir mal die Hand nochmal. Ah doch, guck mal. Geht von hier unten. Sehr gut. Ich drücke eh. Jawohl, da haben wir die Quest beendet. Reparieren Sie die Linien auf dem Basketballplatz. Das werden wir auch angehen, aber ich möchte hier dann doch noch ein bisschen was zuerst machen. Wir reparieren zuerst mal hier alles, was defekt ist. Im Sinne dessen, dass Mauer oder die Mauer oder ein Stück Mauer fehlt. Das sieht ja hier auch aus. Panne im Quadrat. Ja, die Sachen müssen alle noch weg, sehe ich gerade. Okay. Die müssen alle auch noch weg. Hier ist noch was kaputt.
Hier hinten auch noch. Wand, immer, immer. Jawohl. So, wir könnten natürlich jetzt im Prinzip auch hier gleich mal alles machen, wenn wir schon gerade hier sind. Das ist auch wahr. Zumindest mal, was die Wände angeht. Hätten wir. Weil ich werde am Schluss sowieso wieder noch irgendwo ein Stück Mauer finden, das wir auch noch machen müssen. Also da bin ich nicht Optimist, sondern Realist. Ja, das passt aber. Das passt eigentlich relativ gut. Kann man eigentlich nicht einfach drüber malen? Lass mich das mal testen. Habe ich das nicht schon mal getestet? Nee, das geht nicht. Wir müssen tatsächlich zuerst die Wände bearbeiten. Okay, dann bearbeiten wir die mal. Nicht mit der Heckenschere. Ich hoffe, die brauchen wir dann gelegentlich auch mal noch. Da, einmal den hier. Jetzt hängen da oben immer noch Sachen. Moment, ich brauche nochmal die Hand. Ja, kriege ich tatsächlich weg. Da ist wieder ein Loch, das müssen wir dann noch kitten. Und dann hatten wir doch, wo hatten wir denn? Irgendwo. Achso, das sind die Linien. Irgendwo hatte ich doch jetzt noch andere Sachen, die ich da noch machen wollte. Ich habe da noch ganz viel gesehen, wo ich gesagt habe, gibt es doch nicht. Ach, da hinten glaube ich. Dass wir das alles auch noch wegnehmen müssen. Falsches Werkzeug, aber hier geht's und hier geht's und da oben geht's. Und das ist auch weg. Hier die Anzeige. Ja, versuchen wir es mal mit dem Hammer. Wie sieht das mit dem Hammer aus? Ne, das geht nicht. Oder es fehlt die Höhe eben. Das wäre dann wieder das Altbekannte. Bat. Gut, nochmal. Den hier. Ja, da oben ist natürlich auch alles kaputt. Wir brauchen so ein Gestell tatsächlich. Also ohne so ein Gestell geht's nicht. Aber die Frage ist halt, ob wir jetzt da oben anfangen sollen oder ob wir nicht sowieso zuerst irgendwo hier in dem Dingens anfangen sollen. Hier ist noch was kaputt. Ich mach mal die Wände hier. Was wir haben, das haben wir. Weil man sieht ja, das geht auch relativ zackig. Jo, da haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, das zu reparieren. Ich dachte gerade. Ach, hier sind natürlich wieder Sachen. Hey, Moment. Lö. Dingens hier. Einmal schnapp. Und dann mal gucken, kriegen wir die Sachen weg? Jawohl. Wieder Einzelstücke, ist es denn wahr? Immer diese Einzelstücke. So, ich hätte zwar darauf getippt, dass wir das wahrscheinlich mit dem Hammer machen müssen, aber dann hätte ich tatsächlich falsch getippt. Die können wir doch lassen, die Dinger. Nein, wegen zwei Dingern. Ist der Müllsack wieder voll. Da haben wir noch einen. Den können wir uns auch noch schnell gönnen. Und hier ist allen Ernstes schon wieder voll. Also machen wir hier wieder den. Einmal leeren. Ja, ist vielleicht auch... Wobei, guck mal hier. Ne, das ist das falsche Werkzeug. Was soll ich jetzt sagen? Weiß nicht mehr. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Ja, hier müssen wir auch alles nochmal an. Ich würde sagen, den deponieren wir mal. Den zur Kelle. Und machen hier mal weiter. So, wo wir stehen geblieben sind, bei den Fenstern nämlich, genau. Ja, sieht das gut aus? Geht, also den Ball würde ich wahrscheinlich noch wegnehmen. Der ist tatsächlich nicht so ergiebig. Optisch. Bin ich lang genug drauf? Ja, ich glaube schon. Eben, man muss ja tatsächlich warten, bis der Kreis geschlossen ist. Sonst zählt das sozusagen nicht. Hier ist echt nochmal so ein Ding. Darf es denn wahr sein? Man findet halt wirklich immer wieder irgendwo da etwas, was man dann tatsächlich braucht. Ja, wo man halt wieder den Ding... Ja, hier ja auch. Dass wir hier tatsächlich nochmal einen Mülleimer brauchen. Mülleimer vor allem. Eine Mülltüte! Jetzt ist es doch ein bisschen hin und her, aber auf der anderen Seite, das ist wenigstens ein bisschen Abwechslung. Also so verkehrt finde ich es dann tatsächlich auch nicht. Der Müllsack ist voll? Warum liegt er denn da? Warum lasse ich denn hier Müllsäcke hier so rumliegen, die irgendwie voll sind? Gibt's doch nicht. Aber jetzt haben wir hier wieder Platz. So, ich hätte gerne nochmal Kollege Hammer, weil... Batz, das muss weg und hier haben wir noch so ein Brett, was weg muss. Dann haben wir das auch. So, Kelle. Einmal zurückdüsen. Jetzt rennt er nicht mehr. Ist er müde? Ermüdet. Ja, das haben wir. Das sieht doch schon mal eigentlich relativ staatlich aus. Also das macht halt schon alleine dahingehend Laune. Oh, neues Level. Tablet öffnen. Ne, können wir immer noch nicht freischalten. Was haben wir? 40 Punkte. Wir müssen warten.
Hochdruckreiniger, das ist alles nicht so wichtig. Bürste, Bodenhammer könnte natürlich auch nicht schaden. Ich möchte aber, weil wir beim Müll haben wir immer am meisten Weg. Da müssen wir immer am weitesten laufen. Deswegen würde ich tatsächlich warten, bis wir da diese 10 noch haben. Und dann können wir da nämlich dann tatsächlich den Müll pimpen. So, ich brauche nochmal. Zack, den hier, dann die Hand. Dann haben wir hier nochmal Krempel, auch mitnehmen. Ach, das geht da nicht, okay. Ein Pokal. Okay, heben wir mal auf. Und hier ein Durchgang, den können wir so lassen für den Moment. Jetzt habe ich aber hier... Moment, machen wir wieder so, dann finde ich die nämlich auch wieder. Nochmal was für den Hammer, so wie es aussieht. Das ist aber nicht der Hammer, das ist der Hammer. Wo ist denn der Hammer? Hier ist der Hammer. Jawohl, jetzt wird ein Schuh draus. Sehr gut. Und hier haben wir noch eine Wand. So, dann haben wir den Raum, zumindest was die Wände angeht. Und den hier, den haben wir jetzt schon mal soweit. Das ist doch schon mal schön. Jetzt würde ich hier gerne... Ne, das lassen wir. Das machen wir beim nächsten Mal. Dass wir den Boden etc. machen. Hier müssen wir natürlich auch noch einiges machen. Und hier hinten haben wir ja nochmal 10.000 Räume. Das heißt, hier gibt es auch noch ordentlich was zu tun. Ja gut, werden wir. Es wird gespeichert, das freut mich. Ich würde mich gerne bedanken fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier bei der Renovation. Oder bei dem Teil der Renovation, die wir jetzt hier gemacht haben in dieser Basketballhalle. Irgendwann werden sie ja wieder rennen und ihre Körbe machen, hoffe ich. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.